Dark Pictures Anthology. Men of Medan. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Bunker One und wir starten einen neuen Playthrough. Endbenutzerlizenzvereinbarung. Sag das mal 10-mal hintereinander. So. Ich hätte auch ans Ende springen können, aber hey, ich hab's durchgelesen. Das auch. Bewege den Regler, bis das linke Bild verschwindet. Das Bild in der Mitte fast. Kann ich es erkennen? So kann ich es aber gerade so erkennen. Spiel mit deinen Freunden. Erlebe deine Story als Einzelspieler. Sieh dir Sammlerstücke an. Können wir noch irgendwas anderes einstellen? Vielleicht? Steuerung! Normal! Normal. Okay. Ich mache mal Musik auf 80 so wie immer und Effekte auf 90 so wie immer. Untertitel mache ich an, damit ihr was sehen könnt. Hat er das jetzt gespeichert? Warum nicht? Ah. Eigene Untertitelfarben für Charaktere. Macht sowas Sinn? Man hat schon mal Quicktime-Events. Wer hätte es gedacht? Man of Medan übrigens, ne, von den Machern von Until Dawn. Also so ein interaktiver Horrorfilm. Wird mich hier erwarten. Und da es eine Serie ist, The Dark Anthologies, hier, Pictures, oder so, weiß ich jetzt schon, dass 2020 in einem Jahr die Fortsetzung kommt. Haha, woher weiß der Bunke das? Weil ich's kann. So, ich spiele alleine, weil, ja... Chinesischer Markt, Südchinesisches Meer. Den alternativen Weg durch die Story. Oh, interessant. Wieder Spielwert. Spiel den Originalweg durch die Story. Hier mach ich doch glatt. Jetzt muss ich noch speichern. Da bin ich ja mal gespannt. Of Medan. Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Hey! Immer schön langsam. Was?
Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. Kann ich kämpfen? Hey, gib mal ein Quarter. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Dann mal los. Was erwartet mich, Alter? Also ich will wissen, was aus meinem Sohn wird. Wird aus ihm ein guter Mann? Läuft alles gut für ihn? Das sieht aus wie ein Fisch? Hä? Tod? Warte, was? Was soll das heißen? Hey, was soll das heißen? Was zum Teufel, Mann? Egoistisch, unvorsichtig, selbstlos, unsicher, eifrig, reserviert, Geheimnisse, gesperrt, oh Gott, Kursrichtung. Oh, ich denke mal, da wird man sehr viel machen können. Ja, mal hey, weiter. Kumpel, lass mich mal ran. Ach ja? Hältst dich wohl für stark. Im Kämpfen? Klar. Hast du noch einen Quarter? Kommt auf deinen Deckel. Ich probier's mal. Das wird aber schon ganz schön schnell, ey. Jetzt bin ich hier wohl der Karate-Meister. Da guckst du. Hey, Chuck, wir sollten zurück zum Schiff. Oder wir stranden hier noch. Komm schon, Mann. Nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück.
Auf jeden Fall gut gesichert. Hey Mann! Hey, wo sind meine 50 Cent? 50 Cent? Welche 50 Cent? Hey, komm schon, Mann! Hey! Zieh ab, Kumpel! Schubst mich nicht rum! Soweit ich das beurteilen kann, sind diese Männer einfach absolut sturzbetrunken. Er kommt auf die Krankenstation, schmeißt den anderen ins Loch und lasst ihn da. Papa kommt bald zurück. Oh, die Steuerung ist extrem gut. Der ist extrem tot. Was soll Alex machen? Ah, so sieht schon extrem geil aus, ey. Charlie, wie läuft dein Urlaub? Oh, hol mich endlich hier raus. Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier. Hat er hier noch irgendwas drin?
Private Charles Anderson legte außer Dienst betrunkenes Verhalten an den Tag, das sich eines Angehörigen der US-Streitkräfte nicht geziemt. Private Anderson stritt mit einem anderen betrunkenen Soldaten. Laut Meinung des verhaftenden Offiziers hätte dieser Streit zu einer Schlägerei in der Öffentlichkeit geführt. Daher wurde sichergestellt, dass beide Männer wieder auf ihr Schiff zurückkehrten. Ich kenne keinen Private Anderson, ich kenne nur einen Mr. Anderson. Ich wollte gerade sagen, ich kann aber auch nicht wechseln, ne? Und woher weiß denn das Spiel? Na gut. Huch, ich muss gedrückt lassen. Nein! Brickwoche 27, Montag, Arthur Miller, Diebstahl, ein Tag, Haft in Millers Spind, wurden persönliche Gegenstände eines vorgesetzten Offiziers gefunden, Gegenstände des hergestellten Besitzers zugegeben. Mittwoch, David Davis, Private, unbefugter Zutritt, zwei Tage Haft, hielt sich ohne Zutrittsbefugnis in Frachtraum 3A auf eklatante Missachtung von Befehlen. Freitag, Private First Class, Louis Brand, Trunkenheit in der Öffentlichkeit, ein Tag. Haft war während des Landgangs betrunken und legte einen für Angehörige der Robert Reed, Trunkenheit in der Öffentlichkeit, einen Tag Haft war während des Landgangs betrunken und legte einen für ungewisses Verhalten. Ja, kennen wir ja schon. Genau. Alles sehr strukturiert. Entweder jemand gegengeschlagen oder da wurde jemand gegengeschlagen, würde ich mal jetzt behaupten. Schon sehr beengt. Ich finde das sehr geil. Diese Kamera, die da rumsteht. Wie kriegen wir diesen Safe auf? Jetzt? Was ist denn der da? Er hat eben auf irgendwas geschossen. Müssen wir hier lang? Was zur Hölle? Können wir hier lang? Nee. Was war das? Ein Kind? Ja, gleich mal hinterher. Charlie, hilf mal! Scheiße! Ja, du sagst es. Totale Scheiße. Die beiden haben voll krass Ähnlichkeit mit zwei Figuren aus Until Dawn.
Aber der war erschossen, so wie es aussieht. Das ist eine geile Perspektive. Versteckt. Die Jumpscares sind gar nicht so schlimm. Man weiß irgendwie, dass sie kommen. Viel geiler sind diese Sachen mit den Quicktime-Events, die plötzlich auftreten. Verdammt, noch eine Leiche. Oh, verdammt, Buckley. Der war doch letztens beim Essen noch vollkommen putzmunter. Ja, der sieht aus, der sieht zu Tode erschrocken. Völlig verkrampft. Müsste jetzt was kommen, das wäre geil. Alles abgesperrt. Aber also, wenigstens... geht das bloß mir so? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Du siehst echt beschissen aus, Chuck. Bin ich der Einzige? Toll. Beste Gesellschaft. Oh. Hey, Chuck. Hast du den Jungen da gesehen? Nee. Bist du okay? Okay, damit hat er mich jetzt gekriegt. Charlie, komm mal her. Komm her! Oh Gott, nein! Charlie! Hört mich da draußen jemand? Komm schon!
komm schon, verdammt! Was denn ist das? Won't you spare me over till another Hallo und willkommen in meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Wie im echten Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen.
Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder das hinterlassene Chaos. Oh, sehr geil.